Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Parkbauprojekt in Jurassic World Evolution 2. Wir bauen heute auf der Karte Yosemite Nationalpark in Kalifornien. Und genauso heißt dann auch unser Parkbauprojekt letztendlich, also Yosemite Nationalpark. Ich habe auch wieder sehr, sehr viele Mods benutzt beim Bauen. Die Modliste packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Allerdings werden aktuell wahrscheinlich die meisten Mods davon nicht funktionieren, weil halt das Update rausgekommen ist, das Update 6. Und meistens müssen dann erst die Mods gepatcht werden, damit die wieder funktionieren. Und falls ihr euch jetzt fragt, wie kann ich den Park weiterbauen, wenn bei mir ja auch das Update rausgekommen ist und die Mods nicht mehr funktionieren sollten, kann ich nicht. Aber ich kann euch schon mal beruhigen eher. Ich habe das Parkbauprojekt schon komplett fertig. Also das ist schon alles aufgenommen. Ich werde jetzt nach und nach die Folgen dazu natürlich veröffentlichen. Und insgesamt sind es 5 Baufolgen und eine Besichtigungsfolge. Aber jetzt gehe ich auch mal ein bisschen darauf ein, was ich hier überhaupt gerade fabriziere im Hintergrund. Denn ich hatte mir als Eingangsbereich für diesen Park mal ein bisschen was anderes überlegt. Die Gäste sollen hier nämlich mit dem Auto ankommen. Und dann können die ihr Auto auf Parkplätzen abstellen, die ich jetzt gerade hier einzeichne. Dieses eine rote Auto da unten rechts, was da steht auf dem Parkplatz, das habe ich da erstmal hin platziert, damit ich einen Größenvergleich habe. Das ist immer ganz praktisch beim Bauen. Und jetzt führe ich auch die Straße noch einen Ticken weiter. Und dann habe ich hier den zweiten Parkplatz geplant. Weil ein einzelner Parkplatz wäre ja ein bisschen wenig für so einen Dino-Park. Den Parkplatz habe ich dann auch in einer komplett anderen Form gemacht als den ersten Parkplatz. Und ich nutze jetzt mal ganz kurz die Zeit, wo ich den Parkplatz im Hintergrund baue, dafür, um Werbung zu machen für mich selber. Denn ich streame aktuell relativ regelmäßig auf Twitch und da spielen wir momentan Ark. Und ich würde mich halt sehr freuen, wenn der ein oder andere von euch dort dann vielleicht auch mal vorbeischauen würde. Weil wäre ganz cool, wenn wir noch ein paar mehr Leute im Chat hätten, weil es macht mir momentan super viel Spaß auf Twitch zu streamen. Und ja, ich bin da wie gesagt sehr, sehr regelmäßig, wahrscheinlich jetzt auch heute Abend wieder. Also schaut da gerne mal vorbei, ich packe den Link für euch in die Videobeschreibung und würde mich dann freuen, wenn wir uns dann dort im Chat lesen. Auf der anderen Seite habe ich dann auch wieder einen Tunnel in einen Berg geführt und den dann mit der Straße verbunden. Das heißt, die Besucher können links und rechts aus den Tunneln rausfahren mit dem Auto, dann auf den Parkplätzen parken und dann hier durch den Eingangsbereich, den ich jetzt bauen werde, in den Park gelangen. Wundert euch übrigens nicht, wenn ihr hier Objekte seht, die ihr vorher nie gesehen habt, also irgendwelche Dekosachen oder Gebäude oder so. Es gibt mittlerweile für Jurassic World Evolution 2 wirklich richtig viele coole Mods, die ich teilweise vorher auch noch gar nicht verwendet hatte. Und da habe ich mich halt so ein bisschen ausgetobt. Damit kann man halt auch echt schon viele Gebäude selber bauen und sowas. Könnt ihr gerade hier schon ganz gut im Hintergrund sehen, dass ich hier meinen eigenen Eingangsbereich baue. Ich habe das alles immer so ein bisschen in diesem Jurassic Park-Stil gemacht, mit diesen Holzhäusern. Die finde ich immer ganz schön. Und ich finde, zu einem Nationalpark passt das auch ganz gut. Die Besucher können dann sozusagen links und rechts durch die zwei Tore dort durchlaufen. Ich habe das hier auch dann nochmal zugebaut. Da kommt dann später noch ein Dach drauf auf das Ding. Aber ich habe jetzt erstmal die grobe Planung natürlich weitergemacht. Von der Wegfläche und sowas. Ich habe ja allgemein erstmal hier viel grob geplant. Weil die Parkplätze und so, da kann man ja auch noch nicht erkennen, dass das Parkplätze sind. Aber keine Sorge, das kommt gleich alles noch. Die Feinarbeiten kommen später. Ich habe jetzt halt erstmal die ganzen Wege und so eingezeichnet. Hier vorne hatte ich dann auch noch ein besonderes Gebäude geplant. Nämlich eine Tankstelle. Die gab es auch bei den Deko-Objekten. Und war ja auch ganz passend, ne? Weil wenn man da so mitten in der Wildnis ist und man nicht mehr so viel Benzin hat, macht es ja schon Sinn, dass dort auch eine kleine Tankstelle zu finden ist. Und jetzt ging es endlich an die Gestaltung der Parkplätze. Da habe ich mir jetzt erstmal wieder ein paar Autos hingestellt zur Orientierung. Und jetzt musste ich natürlich auch jeden Parking-Spot einzeichnen. Da
habe ich jetzt mit diesen Barrieren gemacht, die es ja auch im Spiel standardmäßig gibt. Und dann kann man die einfach mit Mods ein bisschen absenken. Und dann sehen die einfach aus wie Fahrbahnmarkierungen. Den Rand von dem Parkplatz habe ich dann auch nochmal abgesteckt. Auch wieder mit diesen Barrieren. Und auch das ein bisschen abgesenkt, aber nicht ganz. Und hier vorne gab es dann auch noch solche coolen, wie heißen die denn überhaupt, so Pillar. Die gab es auch bei den Mods. Guck mal unten links da übrigens. Die Mods sind auch gar nicht mehr richtig aktuell. Also die sind nicht gepatcht worden. Und die hatten keine Bilder mehr. Das hat das Bauen halt ein bisschen erschwert. Aber platzieren konnte man die trotzdem in-game. Aber wundert euch halt nicht, wenn ihr dann da nichts seht, was ich auswähle unten links. War halt sehr viel Fleißarbeit, muss ich sagen. Aber das hat sich gelohnt. Und das Schöne ist ja, im Video oder im Speedbild kann ich das für euch auch alles rausschneiden. Das, was halt nicht so spannend ist zum Anschauen. Jetzt kamen natürlich auf die Parkplätze auch noch teilweise Autos. Die habe ich einfach so ein bisschen random hinplatziert, damit das ein bisschen belebter aussieht. Und den Schritt habe ich dann natürlich für alle Parkflächen wiederholt. Und dann kamen auch hier wieder Autos hin. Und hier vorne, dort wo die Besucher dann Richtung Eingangsbereich laufen konnten, habe ich dann so eine gestrichelte Linie eingezeichnet, dass dort niemand drauf parken darf, damit halt die Besucher dort durchlaufen können. Wird jetzt auch wieder alles abgesenkt. Und jetzt könnt ihr das ganz gut erkennen, glaube ich, was ich damit meine. Dann wieder einige von diesen Pillern. Das sind echt wieder viele Objekte, die ich hier verbaut hatte. Und jetzt noch ein paar weitere Autos. Und dann hatten wir endlich Parkplatz 1 fertig soweit. Aber natürlich mussten wir auch noch Straßen beziehungsweise Fahrbahnmarkierung einzeichnen. Das heißt, ich musste die ganze lange Straße auch nochmal solche Barrieren platzieren. Mittlerweile kann man zum Glück ja auch gruppieren mit der Mod. Das hat es ein bisschen praktischer gemacht. Und auch an die Straße kamen überall Pillar links und rechts, so wie man es halt kennt. Und hier vorne bei der Tankstelle habe ich dann mal so größere Pillar eingezeichnet. Und dann auch nochmal solche Barrieren platziert, die dann als Zebrastreifen fungieren für die Besucherwege. Und auch auf die Straße habe ich das ein oder andere Auto platziert. Die bewegen sich dann natürlich leider nicht, aber ich fand es trotzdem eigentlich ganz cool, dass dann so ein paar Autos drauf rumstehen, die dann so aussehen, als ob sie dort rumfahren. Und jetzt habe ich die ganzen Markierungen hier nochmal bis zum Ende der Straße geführt. Alle wieder gruppiert. Und dann ging es an Parkplatz 2. Dort habe ich mir wieder ein paar Orientierungsfahrzeuge hingestellt. Und dann auch hier wieder alle Parkingspots eingezeichnet. Das habe ich auch alles gar nicht so genau genommen, weil eigentlich ist es nicht so schlimm, wenn dann mal der ein oder andere Spot ein bisschen größer ist oder halt kleiner. Das fällt dann gar nicht auf. Aber für euch habe ich hier schon die Schnellvariante gemacht, also ich habe das meist rausgeschnitten. Aber ja auch im Prinzip relativ identisch zu dem anderen Parkplatz. Hier auch wieder einige Pillar dann.
Und dann auch noch natürlich einige Autos, die durften nicht fehlen. Und dann wieder mehr Pillar. Einmal die ganze Straße entlang. Und jetzt ging's an den Eingangsplaza. Da habe ich die Wegfläche dann nochmal ein bisschen angepasst. Und dann noch mehr Autos platziert. Okay, ich springe ein bisschen hin und her. Aber das passiert manchmal, wenn ich baue, weil ich mir halt nicht immer so einen mega genauen Plan mache. Oh, Stoppschilder habe ich auch noch platziert. Die gab es auch noch. Und jetzt ging es an den Eingangsplaza. Sehr gut. Da habe ich dann solche schönen gelben Bäume hin platziert. Oh, die Musik wird gerade spannend. Was geht da ab? T-Rex-Angriff. Ja, mit diesen grauen Dingern kann man richtig gut arbeiten. Die kann man dann auch drehen und dann hat man so schmalere Balken quasi. Die habe ich mir dann als so kleinen eigenen Bordstein dort gemacht. Dann habe ich noch versucht, so viele Büsche wie möglich dort einzuzeichnen. Und dann auch noch per Hand einige platziert. Das unten links da, was ihr gerade seht, das kleine Häuschen da, ist eine Bushaltestelle. Dort sitzen sogar richtig Leute an der Bushaltestelle. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade erkennen konntet. Aber es gibt auch eine Bank, die ich jetzt hier platziere. Dort sitzen auch einfach dann Leute drauf. Also auch richtige Leute, die sich bewegen, so richtige Besucher. Und die sind auch immer so ein bisschen random generiert. Manchmal sitzt da keiner, manchmal sitzt da nur einer. Manchmal zwei Leute auf der Bank. Ist schon ziemlich cool. Es gibt auch so Sachen wie Mülleimer und sonst was für Sachen. Das ist echt krass. Es gibt so viele Details und ich habe auch echt viele Sachen in dem Park hier verwendet, auch in den zukünftigen Folgen, die noch kommen. Als erstmal habe ich mir hier überall den Bordstein abgesteckt, so ein bisschen. Und dann davor auch nochmal Bänke platziert. Und auch Mülleimer. Und in die Mitte kam dann noch ein Springbrunnen und noch ein paar weitere Sitzmöglichkeiten. Das sind jetzt die Standarddinger vom Spiel. Finde ich immer ganz schön, weil diese weißen Schirme immer so einen schönen Kontrast machen. Und jetzt kam auch endlich das Dach auf den Eingangsbereich drauf. Ich habe da jetzt erstmal so einen Jurassic Tour-Schild drauf gemacht. Natürlich dann der falsche Text, da müsste eigentlich ja natürlich stehen Yosemite Nationalpark, aber die Möglichkeit hatte ich leider nicht und ich fand halt dieses Holzschild mit weißer Aufschrift am passendsten, deswegen habe ich es jetzt einfach verwendet. Und jetzt musste natürlich auch noch die Landschaft so ein bisschen gestaltet werden. Da habe ich so ein paar Felsen platziert, Büsche, Bäume, an der einen oder anderen Stelle dann auch ab und zu mal Wasser und natürlich auch noch viel mit dem Terrain-Tool rumgepinselt. Die meisten Bäume und Büsche habe ich tatsächlich dann manuell platzieren müssen, weil ich halt viele Wegflächen und so hatte. Und dieses automatische Pinseltool ist dann mal ein bisschen blöd, was so Bäume und Büsche platzieren direkt an Wegflächen angeht. Das ist dann immer ganz cool, wenn man die Sachen manuell platzieren kann. Aber so langsam nimmt das Ganze Form an. Halt jetzt hier gerade schon so ein bisschen der Feinschliff. Und das war's jetzt mit der ersten Folge von unserem Yosemite Nationalpark. Wir haben heute einen Eingangsbereich mit Parkplätzen gebaut und beim nächsten Mal geht's dann auch weiter mit dem ersten Gehege und auch unseren ersten Dinosauriern.
Ich würde mich jetzt noch sehr über einen Like freuen, wenn es euch gefallen haben sollte. Und checkt gerne mal den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Das ist der Link zu meinem Twitch-Kanal. Dort streame ich aktuell sehr regelmäßig. Und jetzt wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.